automatisch in das ganz normale Info- oder Arbeitsdisplay, welches Sie auch bei der Arbeit mit dem Düngerstreuer, mit dem Kalibrator TOTS sehen können. Wir haben hier das große Display. Wir haben hier Funktionstasten, die Sie während der Arbeit durchaus vielleicht mal benutzen werden. Wir haben hier eine Menü-Taste, wir haben hier eine Input-Taste, Plus, Minus, Null, Escape und eine Enter-Taste. Hier unten ist die Start-Stopp-Taste, mit der Sie die eigentliche Steuerarbeit starten oder stoppen. Das ist egal, wo Sie auf der Taste draufdrücken. Die Taste, das ist eine Taste, die halt beide Funktionen im Wechsel immer schaltet. Und Sie können das im Menü aber sehen, was gerade gedrückt ist. Gucken wir uns als erstes die Informationen auf dem Display an. Wir haben hier das Display. Wir haben hier oben, wo steht IC 0,2 und minus 2,0 mit dem kleinen Pfeil nach vorne oder oben und nach rechts. Das ist die Neigung, wie der Streuer jetzt gerade eingestellt ist. Wir haben uns ja vorhin angeschaut, wie der Streuer in der Neigung eingestellt wird. Sie können das hinten machen und dann, wenn Sie einen normalen mechanischen Oberlenker haben, den Oberlenker in die Position bringen. Haben Sie einen hydraulischen Oberlenker, können Sie, wenn der Streuer oder der Schlepper mit dem Streuer auf einer ebenen Fläche steht, die Einstellung über den hydraulischen Oberlenker vom Schleppersitz aus machen. Dafür ist der Neigungswinkel hier angegeben. Die erste Zahl ist die Neigung in Fahrtrichtung. Die zweite Zahl mit dem Pfeil nach rechts ist Rechts-Links-Neigung, wie der Streuer eingestellt ist. Sollten natürlich immer die Oberlenkerstreben gleich lang sein. Das ganz normale Prozedere, wie das immer ist. Daneben steht Sensor Speed. Das heißt, der Streuer ist jetzt oder der Bordcomputer ist jetzt so eingestellt, dass die Geschwindigkeit über den ganz normalen Impulssensor eingegeben wird. Dahinter steht Standard Outlet. Das ist die Dosierschieberstellung, also die Auslaufscheibe, die unter dem Streuer ist, die wir vorhin einmal auf Max umgestellt haben. Da ist nochmal zur Erinnerung, dass das jetzt auf Standard eingestellt ist und die Streuscheibe oder die Auslaufscheibe, Dosierscheibe hinten steht ja auch auf der Standardposition, von daher ist das richtig. Wir haben jetzt hier eine im Augenblick rote Zeile mit so einem Pfeil in einen Düngerstreuer rein, 125 Kilogramm. Da wird immer die aktuelle Restmenge im Tank, also der Behälterfüllstand angezeigt. Rechts daneben diese 0,4 Hektar bzw. 333 Meter. Die 0,4 Hektar sind die Fläche, die ich mit diesem Tankinhalt bei der eingestellten Menge noch streuen kann. Die 333 Meter ist die Fahrgassenlänge, die ich mit diesem Tankinhalt noch streuen kann. Darunter etwas abgetrennt haben wir, hier steht Feld A1, wir haben eine kleine Flächendokumentation, die in dem Bordcomputer mit eingearbeitet ist. Wir haben dort vier Mappen, A, B, C, D, mit jeweils 100, oder eigentlich sind es 99 Flächen und einer Summe davon, die Sie nutzen können. Wie man das macht, zeige ich gleich. Wir haben daneben nochmal zur Erinnerung die eingestellte Arbeitsbreite im Augenblick auf 12,50 Meter eingestellt. Wir haben hier die auf diesem Flächenspeicher gestreute durchschnittliche Streumenge in Kilo pro Hektar auf der bereits auf diesem Flächenspeicher abgestreuten Menge von im Augenblick natürlich 0,0 Hektar, weil wir noch nicht gestreut haben. Hier drunter ist die Streumenge in Kilogramm pro Hektar. Das ist die eingestellte Grundmenge, die Sie aber jederzeit über diese Plus- und Minus-Schaltung noch variieren können. Daneben haben Sie eine Prozentzahl. Das gibt einfach an, um wie viel Prozent Sie jetzt gegenüber der eingestellten Grundvorgabe, also Kilo pro Hektar Vorgabe, eingestellt haben. Wenn Sie hier auf Plus drücken, sehen Sie sofort, das Ganze wird grün. Das heißt, Sie haben eine Erhöhung der eingestellten Streumenge um 5%. Das bedeutet, Sie streuen jetzt nicht die Grundmenge, die eingestellt war, von 300 Kilo, sondern 315 Kilo. Rausnehmen können Sie die Verstellung ganz einfach über die Null-Escape-Taste bzw. auch über die Minus-Taste. Wenn wir Minus drücken, wird das Ganze rot. Einfach als Erinnerung an Sie, dass Sie im Augenblick weniger als die eigentlich eingestellte Streumenge realisieren auf dem Feld. Wir nehmen die Verstellung wieder raus über einen Druck auf Null Escape. Wir haben hier drunter die Kilometer pro Stunde, also die Fahrgeschwindigkeit, die gemessen wird im Augenblick, wie das hier oben angezeigt ist, über einen Speed-Sensor, also über einen verbauten Sensor an der Kardanwelle oder am Vorderrad.
Wir haben hier die Zapfwellendrehzahl, die angezeigt wird. Jetzt natürlich als 0, weil der Zellstreuer steht, die Zapfwelle nicht eingeschaltet ist. Wir haben hier einen Rieselfaktor oder eigentlich Abdrehprobenwert, der für den Dünger gilt. Den kann man aus der Streutabelle rauslesen, was ich auch immer empfehlen würde. Und hier hinter diese Prozentzahl gibt einfach an, inwieweit sich dieser Wert ändert während der Arbeit. Wir nutzen die Wiegetechnik ja nicht nur, um genau den Tankinhalt zu kennen, der hier oben angezeigt wird, sondern wir nutzen die Wiegetechnik ja vor allem, um die Rieselfähigkeit des Düngers, das Auslaufverhalten des Düngers auf dem Feld zu messen und die Dosierschieberstellung aufgrund der veränderten oder einer möglichen veränderten Rieselfähigkeit des Düngers auch ständig anzupassen. Das heißt, wenn die vollautomatische Düngerdosierung eingeschaltet ist, wird sich dieser Wert im Schnitt alle 25 Kilogramm etwa ändern. Das heißt, wir messen sehr oft eigentlich online das Gewicht im Tank. Und immer wenn 25 Kilo ausgestreut wurden, wird die Rieselfähigkeit des Düngers in diesem letzten 25 Kilogramm Intervall neu berechnet und automatisch hier angepasst, worauf die Schieberstellung auch ständig mit korrigiert wird. Ganz wichtig, dahinter steht die Prozentzahl, wie sich dieser Wert ändert während der Arbeit, damit Sie einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie homogen oder auch inhomogen ist mein Dünger, was macht der Streuer eigentlich hinten. Darunter haben wir verschiedene Funktionssymbole, 3 Stück. Dieser auf der linken Seite, dieser jetzt rote Streuer, bedeutet einfach, ob der Streuer, oder daran können Sie ablesen, ob der Streuer gerade streut oder nicht streut. Jetzt natürlich streut der Streuer nicht, weil wir im Stand sind. Das heißt, bei Fahrgeschwindigkeit 0 Kilogramm könnten wir auch nicht streuen ohne weiteres, weil der Streuer erkennt, bei 0 Kilometer pro Stunde Fahrtgeschwindigkeit darf er nicht streuen, weil er ja im Stand ist. Dieses mittlere Symbol ist wichtig, das sollte immer grün sein und dieses W darauf zu erkennen sein. Das bedeutet, dass die vollautomatische Düngerdosierung aktiviert ist. Das heißt, jetzt erfolgt ständig ein Abgleich zwischen der ausgestreuten Menge und der ausgestreuten Fläche. Das heißt, die Rieselfähigkeit, das Fließverhalten des Düngers wird ständig kontrolliert und die Dosierschieberstellung daran angepasst. Hier ganz rechts haben wir im Augenblick kein Symbol. Hier würde dann, wenn es auf Grenzstreuen umgestellt ist, das ganz normale Grenzstreusymbol zu sehen sein, was wir auch gleich noch schalten werden. Wir haben dann hier die Funktionstasten, die möchte ich aber ein kleines bisschen später erklären. Wir gehen einmal die Grundeinstellung vorher durch von dem Streuer. Und zwar macht man das über diese hier oben Menütaste. Das heißt, wir gehen da jetzt drauf. Wenn wir die Menütaste drücken, öffnet sich ein Menü. Sinnigerweise daher der Name Menütaste. Wir haben hier ganz oben die Einstellung. Wir gucken in die Einstellung rein und wir sehen hier, wir können hier die Sprache einstellen. Das ist, steht im Augenblick auf Deutsch hier, wenn wir hier reingehen. Falls das noch bei Ihnen auf Englisch ist, können Sie hier einfach auf Language drücken. Das ist die Liste mit den Sprachen, die installiert sind. Und da geht man einfach auf die deutsche Sprache und alles wird auf Deutsch geschrieben. Wir haben dann, ich gehe jetzt wieder auf die Menütaste, auf die Einstellungen. Wir haben dann die LCD Backlight. Das ist einfach die Helligkeit des Displays und Sie können hier unten bei dem Bildschirm Backlight auch die Helligkeit der Tastatur Hintergrundbeleuchtung einstellen. Das brauchen wir jetzt nicht machen, das sieht ganz gut aus. Hier können Sie das Datum und die Zeit einstellen. Auch das ist bereits in der Firma gemacht, das brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Wir haben hier als Nummer 4 die Prozentschritteinstellung. Das ist ganz wichtig, dass man das einstellt. Es ist immer voreingestellt. Sie sehen das hier, öffnet sich das Menü, wo man die prozentuale Verstellung der Streumenge einstellt. Voreingestellt ist das eigentlich immer hier auf 5%. Es wird hier angezeigt über die Plus- und Minustaste, kann ich die Einstellung verändern. Das muss jeder selber entscheiden, was für ihn die optimale Einstellung ist. Ich würde das für mich erstmal auf 10% einstellen, damit Sie sehen, wie das geht von der Einstellung her. Aber das ist frei wählbar bis 25%. Das bedeutet, wenn Sie das mit Enter bestätigen, dass ein Druck auf die Plus-Taste genau 10% mehr oder
weniger Menge sind. Sie können also jetzt in 10% Schritten die Menge gegenüber der grundeingestellten Menge 10% hoch oder runter regeln. Mit Null Escape nehmen Sie es wieder raus. Dann haben wir hier im Menü drin bei den Einstellungen die Kilogramm-Schritteinstellung, die zählt nicht für Wiegezellenstreuer, sondern Sie könnten sich hier, wenn Sie mit Big Packs beladen, bei einem Streuer ohne Wiegetechnik das auf 600 Kilo einstreuen, dass also jeder Tastendruck bei einer möglichen Befüllung 600 Kilo entspricht. Wir haben hier die Meterschritteinstellung, das ist eine Sache, die man sich auch einstellen sollte. Und zwar haben wir ja eine Keilfunktion, die ich nachher noch im Menü erkläre. Und Sie stellen hier über die Meterschritteinstellung einfach ein, wie viel Meter weniger Menge gestreut werden soll, wenn man einmal auf der Keilfunktion auf Minus oder Plus drückt. Meine Empfehlung ist immer, dass man ein Achtel der Arbeitsbreite nimmt, weil das dann genau, wenn man mit GPS fährt, einem Achtel, also einer Sektion beim Section Control, beim automatisierten Section Control entspricht. Bei 12 Metern wären das genau 1,5 Meter. Dann würde man es hier auch einstellen, dass man also mit 4 Hauptfunktionen oder Hauptsektionen auf der rechten Seite und 4 Hauptsektionen auf der linken Seite arbeitet. Also immer ein Achtel der Arbeitsbreite dort einstellen. Das macht am meisten Sinn. Dann ist das genau konform mit der hier unten angezeigten Section-Control-Ebene, also wie viele Sektionen eingeschaltet oder ausgeschaltet sind. Dann haben wir hier im Menü drin bei den Einstellungen Bildschirm-Backlight, hatten wir schon erklärt, das ist Helligkeit vom Display, das brauchen wir jetzt nicht machen. Hier ist Surfcom aktiv bzw. nicht aktiv, kann man hier einstellen. Das bedeutet einfach, dass man eine kleinere Flächendokumentation hat. Dadurch wird die Schrift etwas größer angezeigt. Wir lassen das jetzt mal aktiv. Dann haben wir hier die Vorgewende-Einstellung. Bei der Vorgewende-Einstellung können wir einstellen, dass der Streuer bei einem automatisierten Section Control über GPS, egal ob mit Tablet oder mit anderen externen Systemen, wie zum Beispiel Matrix von T-Jet oder auch andere Systeme, dass wir nicht die Grundeinstellung nutzen, die wir programmiert haben, sondern jeder kann, wenn er das für richtig hält, die Menge, den Streuer früher oder später öffnen bei Einstellung Start oder schließen bei Einstellung Stopp. Ganz einfach gemacht. Man geht einfach auf die Zahl, die hier ist. Wir sind jetzt also bei der Einstellung von Start. Und wenn wir jetzt Plus drücken, ich habe zweimal Plus gedrückt, da haben wir jetzt 2 Meter. Das bedeutet, der Streuer startet jetzt 2 Meter später, als die Grundeinstellung ist. Meiner Meinung nach, ich würde das immer auf der Null lassen. Wir haben tausende von Streuversuchen gemacht, wo wir genau gemessen haben aufgrund von Überlappungsbildern, also überlappten Bildern von Streukurven, wo der optimale Punkt zum Einstellen und zum Ausstellen ist. Ich würde das nur wirklich anders einstellen, wenn Sie ganz spezielle Sachen vielleicht mal streuen, beziehungsweise wenn Sie die Erfahrung gemacht haben, dass Sie den Bestand etwas dichter im Vorgewendebereich oder etwas weniger dicht im Vorgewendebereich haben möchten. Ich gehe hier mit Null Escape wie immer wieder raus, weil ich möchte im Augenblick das nicht verstellen. Das ist nur eine Möglichkeit, die ich Ihnen aufzeigen möchte. Wir haben dann hier in der Menütaste bei den Einstellungen das Differential Control. Wenn Sie irgendwann mal Applikationskarten abfahren mit unserer Tablet-Geschichte, die wir später noch vorstellen werden, wenn die vorhanden ist, oder auch mit anderen Terminals, die extern drankommen, also dann können Sie immer bei Differential Control einstellen, ob Sie eine symmetrische Verteilung und Anpassung der Menge haben möchten oder ob Sie rechts andere Mengen streuen wollen als links. Ich bitte dabei immer zu bedenken, dass das natürlich dann auch zu Streifen führen kann, weil Sie ja rechts eine andere Menge streuen als links. Ich werde immer vorsichtig mit und das vielleicht erstmal nur auf einem Feld probieren. Aber wenn, dann stellen Sie das hier einfach um, indem Sie auf Dynamic Control drücken. Das ist jetzt so eingestellt. Ich stelle das aber wieder zurück auf Standard Control. Das heißt, Sie streuen rechts die gleiche Menge wie links, wenn Sie Applikationskarten abfahren, weil das hier eigentlich auch mehr Sinn macht, das so zu machen, hier unten bei Differential Control, weil die Zonen unterschiedlichen Mengen ja nicht entlang der Fahrgassen laufen, sondern in der Regel zungenartige Gebilde sind,
die irgendwie in das Feld reinragen. Deswegen machen wir hier diese metrische Ausbringung und lassen das auch als Standardeinstellung einfach stehen. Dann haben wir hier in der Menüfunktion die Einstellungen, die man hier oben einstellt, alle durchgehen und gehen auf den Streuertyp. Hier ist einfach nur zu kontrollieren, was für einen Streuer man eingestellt hat. Wir haben jetzt einen M35W eingestellt und er fragt mich automatisch ab, wie die Dosierschieber oder die Auslaufscheibe hinten eingestellt ist. Hier können Sie dann nochmal die Rasterungen einstellen, die Sie hinten vorgewählt haben beim Streuen von ganz großen Mengen Max oder Max Plus oder Streuen von kleinen Mengen mit Min oder bei Mikrogranulaten bei der Mikrodosiereinrichtung. Wir lassen das jetzt stehen auf Standard, weil der Streuer ist ja auch so eingestellt. Dann haben wir hier in der Menüfunktion die Auslaufposition, was nichts anderes ist als das, was wir eben schon mal gesehen haben. Nur Sie müssen hier nicht den Umweg über den Streuertyp auch gehen, sondern können direkt anwählen, welche Auslaufschieberstellung Sie hier hinten vorgewählt haben, um das dann hier in der Elektronik auch nachzuvollziehen. Wir gehen hier wieder raus. Wir haben jetzt hier den Speed-Eingang und das ist natürlich wichtig, weil wenn Sie nicht mit GPS fahren, müssen Sie ja irgendwo am Schlepper die Gefahrgeschwindigkeit messen. Das geht einmal über eine Signalsteckdose, die normalerweise im Schlepper, bei den neueren Schleppern überall drin ist. Das ist eine genormte siebenpolige Signalsteckdose. Dort kommen die Impulse an. Wir bieten als Zubehör so ein Adapterkabel dafür an, wenn Sie das installiert haben. Also das kommt hier hinten, Sie können das sehen, hier hinten rein. Jetzt im Augenblick installiert ist jedoch ein Impulssensor. Das heißt, wenn Sie hier auf den Speed-Eingang gehen, kommen die Möglichkeiten, wie die Geschwindigkeit gemessen werden können. Sie haben auf jeder Art der Geschwindigkeitsmesser zwei Speicherplätze. Sie haben hier Impulssensor A, Impulssensor B. Sie könnten dort zwei verschiedene Bereifungen abspeichern oder zwei verschiedene Schlepper abspeichern, wenn Sie einen Pflegeschlepper haben. Sie haben hier Radar A und Radar B. Sie haben hier Signalsteckdose A und B, wenn Sie die Geschwindigkeit direkt von der Signalsteckdose im Schlepper abnehmen. Sie können hier, wenn alle Stricke reißen, jederzeit eine fixe Speed eingeben. Sie können hier bei dem Input über seriell RS-232 gehen, wenn Sie über ein externes GPS-System verfügen, über das Sie auch das Section Control machen, dann macht es natürlich Sinn, immer die tatsächliche reale Geschwindigkeit gemessen über GPS hier auch einzuspeichern und abzunehmen. Dann bieten wir eine kleine, einfache GPS-Antenne an als Geschwindigkeitssensor, damit man also keinen Sensor am Schlepper verlegen muss. Hat den Vorteil, gerade bei wechselnden Schleppern, wenn Sie auch alte Hofschlepper nehmen, für die Pflegearbeiten brauchen Sie keinen Sensor extra setzen, sondern können einfach eine GPS-Antenne draufsetzen und die Geschwindigkeit wird direkt von diesem übernommen. Wir haben gesagt, wir arbeiten hier mit einem Impulssensor. Also zeige ich Ihnen einmal kurz, wie man die Kalibrierung dafür macht. Wir gehen hier auf den Impulssensor A. Wir haben jetzt hier einen Zählerbaustein. Das heißt, Sie fahren jetzt an eine bekannte Messstrecke. Die müssen sich einmal abstrecken. Es empfehlen sich 100 Meter. Das kann man am einfachsten rechnen. Stellen sich also an den Anfang der bekannten Messstrecke, drücken 3 Sekunden 0 Escape. Dann ist, wir hören das leichte Piepsen, dann ist die Zahl wieder auf 0 gesetzt. Und jetzt fahren Sie genau eine bekannte Strecke ab und dieser Zählerbaustein zählt die Impulse, die auf dieser bekannten Strecke auflaufen. Genau am Ende der Messstrecke bleiben Sie wieder stehen. Am besten einfach mit dem Mitte-Vorderrad wieder an der Markierung stehen bleiben. Dann hat der Impulszähler bestimmte Impulse gezählt und Sie teilen einfach die gezählten Impulse durch die abgefahrenen Meter. Deswegen macht es Sinn, das mit 100 Meter zu machen, da hat man ausreichend lange Strecke. Und Sie können ganz einfach das Komma dann um zwei Stellen nach links zu verrutschen. Wir haben das hier schon gemacht. Es waren 157 Impulse auf 100 Meter. Also haben wir hier über die Plus-Minus-Taste den Wert eingegeben mit 1,57 Impulse pro Meter. Wenn das gemacht ist, bestätigen Sie das Ganze mit Enter. Genauso machen Sie auch die Kalibrierfahrt, wenn Sie über die Signalsteckdose das machen. Also nochmal in einem flüssigen Durchgang. Sie drücken die Menütaste. Sie fahren jetzt an den Anfang dieser bekannten Messstrecke hin.
gehen dann auf den Speed-Eingang. Immer wenn Sie hier drauf gehen auf den Speed-Eingang und die Signalsteckdose A ausgewählt haben, fängt der Impulszähler bei 0 an zu zählen. Also ist es am sinnvollsten, sich am Anfang der Strecke zu positionieren. Dann gehen Sie in dieses Menü rein, fahren genau die 100 Meter ab und können dann über die Plus-Minus-Tastatur hier die Impulse eingeben. Wenn Sie über die Signalsteckdose arbeiten, sind das in der Regel so auf 100 Meter um die 13.000, 14.000 Impulse. Das würde also 130, 140 Impulse pro Meter entsprechen, die Sie hier über Plus oder Minus einfach einstellen und dann mit, ich mache das einfach mal, wir gehen davon aus, dass genau die Norm umgesetzt würde, also 130 Impulse pro Meter, die stelle ich jetzt einmal ein. Und Sie sehen, je länger man auf der Plus-Taste drauf bleibt, desto weiter wandert die Zahlen nach links, die sich also bewegen. Jetzt sind wir schon hier bei der 10er-Zahl, die sich bewegt. Und das ist ein bisschen Übungssache, dass Sie genau auf die richtige Zahl kommen. Geht mal schneller und mal langsamer, wie das zählt. Jetzt haben wir das gleich eingestellt auf die 130 Impulse pro Meter, die wir gerade ausgemessen haben. War entsprechend unser Kalibrierpfad. Damit ist die Geschwindigkeitsmessung abgeschlossen. Wenn Sie die Geschwindigkeit direkt über GPS müssen, müssen Sie keinerlei Eingaben machen, sondern das wird dann, wenn Sie die richtige Art der Geschwindigkeitsmessung ausgewählt haben, automatisch in Fahrgeschwindigkeit umgesetzt und hier als Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Wenn wir dann in die Menütaste wieder reingehen, haben wir hier als nächsten Punkt Kalibrierung vom Aktuator. Aktuator werden bei uns die elektrischen Stellmotoren genannt. Das ist der Hauptdosieraktuator. Das ist der Motor, der den Hebel auf und zu macht, um die richtige Menge auf dem Feld zu dosieren. Das ist im Werk bei neuen Streuern natürlich immer schon gemacht worden, realisiert worden. Wir zeigen das immer gerne, weil es durchaus sinnvoll ist, dass einmal im Jahr, wenn man den Streuer aus dem Winterlager rausholt, wieder zu machen. Dazu muss der Skalenstopper, den wir vorhin gesehen haben, der genau bei Position 9 steht, bei Position 9 exakt fixiert sein. Wenn Sie jetzt in das Menü reingehen, wie wir das gerade gemacht haben, drücken Sie jetzt hier einfach Enter. Jetzt können Sie rückwärts sehen, am Streuer bewegt sich jetzt der Dosierschieber, geht gegen die Stellung 9, gegen den Skalenstopper, erkennt, dass die Stromstärke hier hochgeht, weil er gegen den mechanischen Widerstand versucht anzukämpfen und geht wieder zurück. Das heißt, damit ist die Skala eingelesen und Sie sehen das hier, dass der Steuer jetzt schon weiß, wo dieser Dosierhebel steht. Das benötigt er natürlich, um die richtige Menge auf dem Feld zu dosieren. Und genau für diesen Kalibriervorgang muss dieser Skalenstopper hinten an der Dosieranzeige auf Position 9 stehen. Er sagt jetzt, okay, das war erfolgreich, wir bestätigen das mit Enter. Das war die Kalibrierung vom Aktuator. Jetzt haben wir hier in der Menüfunktion als nächsten Punkt die Kalibrierung der Wiegezelle. Das ist ganz wichtig, das werden Sie auch ab und zu machen müssen, weil jede elektronische Waage verändert sich ein bisschen aufgrund von Temperatur oder sonstigen äußeren Einflüssen. Sie kennen das, wenn Sie eine Haushaltswaage betätigen oder eine Briefwaage oder eine Personenwaage und Sie schalten die Waage ein, blinkt die erst immer und startet dann bei 0. Wir können das nicht machen beim Einschalten, bei 0 starten, weil wir natürlich nicht wissen, ob Sie noch Dünger im Tank haben oder auch nicht. Deswegen muss diese Nullpunktkalibrierung ab und zu von Hand gemacht werden oder manuell gemacht werden. Das heißt also, wir haben jetzt eine genaue Gewichtskalibrierung im Werk gemacht, aber wir machen die Kalibrierung im Werk ohne die ganzen Tankaufsätze, weil wir nicht wissen, in welcher Größe der Streuer nachher bei Ihnen zum Einsatz kommt. Deswegen zeigt er jetzt hier auch 125 Kilogramm an. Das ist nicht, weil jetzt Dünger im Tank ist, sondern die ganzen Tankaufsätze und das Zubehör, was an den Streuer rangebaut wurde, entspricht einem Gewicht von 125 Kilogramm. Das ist natürlich, wenn wir jetzt Dünger streuen wollen, falsch. Es hätte, wenn wir jetzt so streuen, nur zur Folge, dass die Gewichtsanzeige immer um 125 Kilogramm zu viel ist. Das hat keiner der Auswirkungen auf die Genauigkeit oder auf summierte Mengen, weil ja alles
immer nach Gewichtsdifferenzen funktioniert. Und diese Gewichtsdifferenzen bleiben ja richtig, auch wenn alles um 125 Kilogramm verschoben angezeigt wird. Wir wollen jetzt das Gewicht einmal auf Null setzen, weil der Steuer jetzt ja leer mit angebautem Zubehör ist. Dazu geht man in die Menüfunktion rein. Wir gehen dann hier in die Kalibrierung der Wiegezelle rein. Wir haben hier drei Möglichkeiten, was wir machen können. Wir haben einmal eine vollständige Kalibrierung, das ist im Werk schon gemacht worden. Wir haben hier eine Nullpunkteinstellung und wir haben eine Werkseinstellung. Bei der vollständigen Kalibrierung startet man, wenn man den Streuer leer hat. Man geht hier rein, vollständige Kalibrierung. Und der Streuer sagt, füllen Sie mindestens 500 Kilo ein. Wir haben also im ersten Schritt bestätigt, dass der Streuer leer ist. Jetzt würde man ein bekanntes Gewicht einfüllen und dann ihm mitteilen, wie viel Kilo das gewesen sind. Das wäre eine vollständige Kalibrierung. Die führen wir jetzt nicht durch, weil wir wissen, der Streuer ist super genau kalibriert, sondern wir gehen hier raus, abbrechen mit Null Escape. Und wir gehen nochmal rein, um jetzt eine Nullpunkteinstellung zu machen. Wir gehen also wieder auf Kalibrierung Wiegezelle. Sie sehen hier, dass der zweite Punkt, ich kann auch hier mit dem Cursor runtergehen, war ein zu weit, und in die Nullpunkteinstellung reingehen. Und wir haben den Streuer leer, die Nullpunkteinstellung war erfolgreich. Wenn wir jetzt diesen Wert akzeptieren, also einfach Enter drücken, dann haben wir das Gewicht wieder auf Null zurückgestellt. Und Sie sehen, dass der Streuer, wenn er leer ist, auch wieder Null anzeigt. Wenn mal alle Stricke reißen und Sie füllen Dünger ein in den 1600 Liter Streuer als Beispiel und der zeigt 5 Tonnen an, das kann ja nicht sein, so viel Dünger passt ja gar nicht rein, dann kann man das Gewicht immer zurücksetzen auf die Werkseinstellung. Das heißt, Sie gehen dann einfach hier rein in die Menüfunktion, Sie sagen Kalibrierung Wiegezelle, Sie gehen in die Werkseinstellung rein und bestätigen mit Enter, um das Ganze fortzufahren. Und wir akzeptieren jetzt diesen Schritt. Und jetzt zeigt er wieder das exakte Gewicht an, aber natürlich 125 Kilogramm wieder für die hier in diesem Fall verbauten Tankaufsätze. Das heißt, Sie müssen jetzt wieder nochmal zurückstellen, ganz einfach Menü. Ob Sie jetzt kalibrieren Wiegezelle direkt anklicken oder mit dem Cursor da drauf gehen und mit Enter bestätigen, das ist egal, das hat die gleiche Funktion. Wir gehen jetzt wieder hier auf die Nullpunkteinstellung, Sie sehen das, bestätigen das mit Enter und drücken nochmal Enter, um diese Nullpunkteinstellung zu akzeptieren. Und Sie sehen, er zeigt hier wieder bei leerem Tank Null an. Dann haben wir in der Menüfunktion ein Tanksensor für den Nicht-Wiegezellenstreuer, das ist hier so leicht gräulich schraffiert geschrieben. Das heißt also nur, dass Sie das jetzt nicht nutzen können, weil über die Wiegetechnik kriegen Sie ja immer genau angezeigt, wie viel Behälterinhalt noch da ist. Wir haben hier, was auch eine wichtige Geschichte ist, die IC-Neigungskalibrierung. Jeder Streuer hat verbaut eine Neigungssensorik, eigentlich eine Neigungs- und Schwingungssensorik, um Schwingungen des Streuers rauszufiltern, weil die natürlich eine Beeinflussung der Gewichtsmessung zur Folge haben, und um die Neigung gleichzeitig mit dem Gewicht zu messen. Jede Wiegezelle kann immer nur die senkrechte Belastung auf die Wiegezelle messen. Fahren Sie schräg, muss man diese Schrägstellung des Streuers korrigieren. Das machen wir, indem wir die Neigung gleichzeitig messen. Die Neigung muss natürlich richtig sein. Wenn Sie eine Neigungskalibrierung machen wollen, würden Sie in IC-Neigungskalibrierung reingehen, den Streuer vorher waagerecht ausrichten, am besten mit einer Wasserwaage kurz, auf einem ebenen Untergrund, da ist das am einfachsten. Und er zeigt uns jetzt an, was er denkt, wie viel Neigung er hat. Wenn wir jetzt Enter drücken würden, was wir nicht machen, würde er jetzt hier wieder Null anzeigen. Wir brauchen das nicht machen beim ersten Einsatz, weil wir wissen ja, dass wir das im Werk gemacht haben und das eine sehr genaue Neigungskalibrierung gewesen ist. Also gehen wir jetzt mit Null Escape einfach wieder raus. Wir haben als weiteren Punkt in der Menügeschichte einen Testmodus. Wenn wir hier reingehen, können wir hier sehen, was man alles testen kann. Wir nehmen einfach nur mal als ein Beispiel der Testung den Dosieraktuator. Sie sehen hier, wenn wir hier reingehen, bei dem Dosieraktuator zwei Skalierungen.
Das heißt, zwei Pins, die hier zu sehen sind. Hier unten ist die Skalierung von 0 bis 9 dran, wie der Dosieraktor hat oder wie das ganze Dosiersystem auch hat. Skalenstellung von 0 bis 9. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel den oberen einstellen auf 2, das heißt, ich habe jetzt vorgegeben, dass der Dosierschieber sich auf die Stellung 2 öffnen soll, dann kann man hier sehr schön sehen, dass er jetzt in der unteren Skala anzeigt, was der Bordcomputer denkt, wie er den eingestellt hat. Das stimmt überein. Und wenn das jetzt noch hinten an der Dosierskala auch auf 2 steht, wissen Sie, dass alles richtig ist, dass alles ganz normal läuft. Wir können hier wieder rausgehen über Null Escape. Das war nur einfach ein Beispiel, wie das Ganze sich bewegt. Und gucken uns weiter in der Menüfunktion hier diesen Datentransfer an. Wenn Sie mal ein Software-Update machen, Sie haben hier unten hier im Bild mit dieser Staubkappe gesichert oder geschützt einen USB-Anschluss dran. Sie laden sich die Software von uns auf der Homepage, die ist jederzeit kostenlos verfügbar, für den Kalibrator TOTS runter und können dann den USB-Stick mit dieser Software hier reinstecken. Wenn Sie dann auf Datentransfer gehen, würden Sie den Punkt auswählen, Update TOTS vom USB-Stick, das ist gleich der erste Programmpunkt. Wenn Sie dann Enter drücken, zeigt er Ihnen an, was auf dem USB-Stick drauf ist. Aber er zeigt mir jetzt natürlich eine Fehlermeldung an, weil wir keinen USB-Stick hier reingesteckt haben. Der USB-Stick wurde vom USB-Port entfernt. Stick wieder einstecken oder mit Enter neu starten oder mit Null Escape abbrechen. Wir brechen das jetzt ab. Da würde man den File auswählen können und dann installiert sich die Software selber. Steht aber auch genau in der Betriebsanleitung wie alles andere drin, auch drin. Damit haben wir die Menüfunktion erklärt. Wir haben hier gesagt, dass wir noch eine Input-Funktion haben, wenn wir hier drauf gehen auf die Input-Funktion. Wir haben jetzt das aktive Feld Nummer A1, auf welchem wir arbeiten. Wir können hier ein neues Feld eingeben. Dann öffnet sich die Taste, dass wir hier die Mappe A, B, C, D haben. Das sind also vier Mappen, die sich zum Beispiel als Gerste, Weizen oder Frucht nehmen können, dass sie hier die verschiedenen Felder drauf haben. Oder was viele Leute machen, die nehmen einfach die erste Düngung auf allen Feldern auf der Mappe A, die zweite Düngung auf der Mappe B, dritte Düngung entsprechend C und die vierte Düngung oder Spätdüngung auf die Mappe D. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Sie müssen das nicht nutzen. Das ist eine Option, die Sie nutzen können. Inwieweit das in Ihren Betriebsablauf reinpasst, müssen Sie selber entscheiden. Wenn Sie ein neues Feld machen wollen in der Mappe A, gehen Sie einfach hier auf Neues Feld. Ich will jetzt auf dem Feld Nummer 2 arbeiten und sage Enter. Jetzt haben Sie hier die Flächendaten, die auf dem Feld Nummer 2 sind, drauf. Sie haben hier oben die Streumenge 300 Kilo pro Hektar. Sie haben hier den Abdrehwert, den Sie aus der Streutabelle vorgeben können. Sie haben hier die Arbeitsbreite. Sie könnten noch eingeben, eine geplante Fläche. Sie müssen das nicht hier über die Flächenstrukturen machen. Sie können das Ganze auch nochmal abbrechen. Ich zeige Ihnen den einfacheren Weg. Wir löschen den Input, weil wir jetzt nichts verstellt haben. Und wir arbeiten jetzt, nochmal Null Escape drücken, wir arbeiten jetzt auf der Fläche A1. Die Mengen können Sie auch jederzeit eingeben über einen direkten Zugriff über das Touch-Display. Das heißt, alle Zahlen, die hier eine Umrandung haben, können Sie direkt über den Touch-Display anwählen. Wir sind jetzt auf Feld A1. Wenn ich das ändern will, gehe ich einfach hier drauf. Ich sage, Mensch, ich will auf Mappe B arbeiten oder sonst wo, oder will ein neues Feld und ein existierendes Feld bearbeiten. Wir nehmen jetzt einfach mal das existierende Feld A1. Ups, ich habe falsch gedrückt, ich muss einmal zurück. Wir gehen also hier drauf und wir sind hier auf dem existierenden Feld 1. Wenn ich Enter drücke, zeigt er mir die Streudaten alle an. Und wenn ich jetzt mit dem Cursor auf die Streumenge gehe, kann ich hier einfach über die Plus- und Minustaste die Streumenge ändern. Also ich will jetzt 320 Kilo streuen. Ich stelle mir das hier auf 320 ein. Oder ich kann das natürlich auch hier einfach eingeben, 320 Kilogramm, mit Enter bestätigen, dann ist die Streumenge eingestellt. Ich kann hier den Streuwert, den Abdrehwert aus der Streutabelle vorgeben, da gehe ich einfach drauf und sage, nee, ich will jetzt einen Kalkamon streuen. Der Kalkamon liegt zum Beispiel bei 23,1, den ich rausgesucht habe.
Wichtig, hier oben 23,1 mit Enter bestätigen, dann ist das eingestellt. Wenn ich das Ganze, er fragt mich jetzt nochmal zur Sicherheit ab, ob ich auf der Standard- oder Max-Position arbeite. Ich arbeite auf Standard, also gebe ich das einfach über Enter bekannt. Und ich kann jetzt hier unten einfach auf Speichern der Eingabe gehen. Und das Ganze ist abgespeichert. Ich habe den Abdrehwert geändert auf 23,1, die Streumenge auf 320 Kilo. Wenn ich nicht über diese Flächenfunktion gehen möchte, habe ich natürlich die Möglichkeit, sowohl die Streumenge Kilo pro Hektar als auch den Abdrehwert über einen direkten Zugriff über das Touchdisplay einzustellen. Das heißt, will ich die Streumenge ändern, ohne die Flächendokumentation irgendwie zu ändern oder in der Flächendokumentation zu arbeiten, gehe ich einfach auf die Streumenge, tippe ich einmal drauf und ich will jetzt 350 Kilo streuen, also gebe ich hier einfach die 350 ein, bestätige das Ganze mit Enter. Und die 350 Kilo sind übernommen. Genau das gleiche bei der Abdrehgeschichte. Er fragt mich zur Sicherheit nochmal ab, will ich den Abdrehwert für die Standardeinstellung hinten, die Auslauföffnungsschieber oder Dosierschieber hinten nehmen. Dann bestätige ich das hier durch Tastendruck da drauf und gebe jetzt einfach ein meine 23,2, nur dass ich einfach eine andere Zahl eingegeben habe. Wichtig, hier muss der Wert 23,2 stehen. Und ich bestätige das Ganze dann mit Enter. So kann man sich also diese Werte einfach vorgeben über einen direkten Zugriff auf die Werte über das Touch-Display. Da ist also kein Umweg über die Info-Input-Tastatur notwendig. Und das macht natürlich die ganze Eingabe viel, viel einfacher, als es sonst sein könnte. Gut, ich habe damit die Input-Taste erklärt. Wir haben jetzt hier nochmal im Display, ich erkläre nochmal kurz, was man direkt über das Display eingeben kann. Wir haben hier einmal die Befüllfunktion. Das heißt, bevor ich den Streuer voll mache, kann ich einfach hier auf die Kilogramm drücken und ich will jetzt einfüllen und er zeigt mir an, was er bisher eingefüllt hat, wie die Füllmenge vor der Befüllung ist, der aktuelle Inhalt jetzt und die Differenz davon ist natürlich das, was ich eingefüllt habe. Und das wird durch Druck auf Enter, wenn ich das bestätige, natürlich zu der Übertragsmenge dazu addiert. Können wir jetzt natürlich nicht machen, weil wir jetzt keinen Dünger einfüllen können. Aber das ist hier ganz einfach. Sie müssen diese Taste nicht jedes Mal drücken, wenn Sie den Streuer befüllen, sondern das ist automatisiert programmiert. Das heißt, in dem Augenblick, wo Sie Gewicht einfüllen, mehr als 200 Kilogramm in den Streuer, dann springt der Bordcomputer automatisch in dieses Befüllmenü. Wenn Sie voll gemacht haben den Streuer, müssen Sie es einfach nur mit Enter bestätigen und die Befüllung ist erledigt. Er zeigt Ihnen hier nochmal ganz kurz an, dass Sie bitte daran denken sollen, die Leiter ordentlich verriegeln und einschieben. Und genauso, wenn Sie die Leiter hinten dran haben bei größeren Streuern, dass Sie die hochklappen, dass das nicht im Streustrom drin hängt. Wenn Sie das gemacht haben, sagen Sie okay, dann ist das erledigt. Also das Befüllmenü können Sie hier jederzeit öffnen. Sie müssen es aber nicht machen. Wenn der Streuer befüllt wird, erkennt er das automatisch als Befüllung und springt von alleine in das Menü, dass Sie nur noch Enter drücken müssen. Wenn Sie mal irgendwas am Streuer repariert haben und vielleicht mit zwei oder drei Leuten drin waren, haben Sie natürlich die Möglichkeit, ich zeige das hier nochmal kurz, jederzeit auch das Einfüllen, wenn er von alleine in das Menü gesprungen ist, mit null Escape abzubrechen, dann werden natürlich die eingefüllten Mengen oder die Personen, die da drauf gestanden haben, nicht als Befüllung registriert, sondern er springt ganz normal wieder zurück. Die Felder haben wir schon gesagt, wir können hier jederzeit auch die Arbeitsbreite oder die Hektar durch einen direkten Zugriff hier auswählen. Wir gehen hier einfach auf die Arbeitsbreite. Er zeigt Ihnen die bisher eingestellte Arbeitsbreite an. Ich stelle jetzt einfach um auf 15 Meter, das heißt 15, bitte darauf achten, dass hier die richtigen Nullen sind. Jetzt haben wir 15 Meter eingegeben, bestätigen das mit Enter. Er hat das hier übernommen. Bei den Hektar zeigt er einfach an, wie viel er jetzt gestreut hat. Und wenn wir das wieder auf 0 setzen wollen, können wir jetzt einfach 3 Sekunden 0 Escape drücken und das Ganze dadurch wieder nullen. Feldinformationen löschen, wir bestätigen das mit Enter, dann würde er wieder die Hektarzahl auch bei 0 beginnen. Ich denke, das ist jetzt soweit klar geworden. Ich gehe einfach wieder zurück auf das normale Display.
Hier unten haben wir jetzt die Funktionstasten. Das hier sind unsere Sektionen, wenn ich im Section-Control-Bereich arbeite. Und wir haben jetzt hier unsere Funktionstasten, die wir uns kurz angucken müssen. Wir haben hier oben zwei Keiltasten und da ergibt sich einfach der Unterschied daraus, ob man wie jetzt hier bei diesem Streuer im Section Control Standardmodus arbeitet. Das heißt, dass man einfach nur eine intelligente Mengenanpassung an die verbleibende Keilfläche hat. Dann sind die beiden Tasten genau identisch geschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt in den Keil reinfahre, kann ich eine der beiden Tasten drücken. Es ist egal welche. Er zeigt mir die eingestellte Streubreite an. Und wir haben das ja vorhin so eingestellt, dass ich ein Achtel, jeder Tastendruck ist genau ein Achtel der Streubreite. Ich kann jetzt die Menge einfach in dem Verhältnis reduzieren, wie sich auch die tatsächliche Streubreite im Keil oder bei der letzten normalen Fahrgasse vor der Grenzstreufahrgasse verändert. Mit Null Escape kann ich das einfach wieder rausnehmen, stellt sich wieder um auf die volle Arbeitsbreite, fertig. Habe ich das Section Control Dynamic System eingebaut, dann sind die beiden Keiltasten auf anders belegt. Und zwar habe ich dann die linke Taste, wenn der Keil von links beginnt, die rechte Keiltaste, wenn der Keil von rechts beginnt. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, öffnet sich ein Fenster, in dem hier ein achter Balken auch eingezeigt wird. Und durch jeden Tastendruck kann ich dann eine Sektion bei dieser rechten Taste von rechts beginnend wegschalten, bei dieser linken Taste dann von links beginnend wegschalten. Also entsprechend hier unten schalte ich dann eine Sektion nach der anderen, eine Hauptsektion nach der anderen aus. Ich habe hier drunter, das hier ist eine Wanne unter dem Düngerstreuer als Synonym für eine Abdrehprobe. Wenn ich hier drauf gehe, erscheint das Abdrehmenü. Ich habe hier die Möglichkeit, die vollautomatische Dosierung zu nehmen. Ich kann hier nochmal den Abdrehwert, den ich ja auch direkt schon über das Display einstellen kann. Ich kann ja eine manuelle Abdrehprobe machen. Ich kann den Streutabellenwert eingeben oder einen S-Indikatorwert, wobei das bei der Wiegetechnik alles nicht notwendig ist. Ich wähle einfach den Abdrehwert vor. Und ich lasse die Vollautomatik immer eingestellt, dass hier unten also, wenn ich im normalen, ich will das weiter nutzen, wenn ich im normalen Display bin, sollte dieses grüne Zeichen, dieser streuende Streuer mit dem W da drin immer aktiv sein, damit ich weiß, dass er ständig einen Abgleich zwischen der gestreuten Menge und der abgestreuten Fläche hat und immer diesen Abdrehwert korrigiert. Das heißt, dieser Wert wird sich ständig ändern. Hier hinter wird mir die Prozentzahl angezeigt. Das kann man hier auf diesem Funktionstaste einstellen. Ich habe hier meine Funktionstaste für die Grenzstreuung, also ein abgewinkeltes, nach rechts hin abgewinkeltes Streubild. Wenn ich hier drauf gehe, öffnet sich das Abdreh, nicht Quatsch, das Abdrehmenü nicht, sondern das Grenzstreumenü. Ich habe hier die Möglichkeit, normal streuen. Ich kann von der Fahrgasse zur Grenze streuen. Bedeutet, wenn die erste Grenzstreufahrgasse mit dem halben des normalen Abstandes von der Feldgrenze entfernt ist, oder wenn das eingebaut ist als Zubehörteil, kann ich hier auch von der Grenze streuen. Das ist eine Sonderausstattung. Dann klappt hinten am Streuer ein kleines Grenzstreublech runter und die rechte Scheibe bleibt geschlossen. Bedeutet, dass ich dann den Dünger von der Grenze nur ins Feld reinstreue. Zum Beispiel an einem Gewässer oder viele Gemüsebetriebe machen das einfach. Dafür ist diese Option da. Wenn ich, wie hier in diesem Fall, nur das zur Grenze habe, ist der halbe des normalen Arbeitsabstandes, also des Fahrgassenabstandes, ist bei der Grenzstreufahrgasse der halbe Abstand zur Grenze gegeben. Ich gehe dann einfach auf zur Grenze, bestätige das Ganze mit Enter und man kann jetzt hören, wie hinten der Motor die Drehrichtung des Getriebes umstellt und er zeigt mir jetzt auch hier an über dieses Funktionssymbol Grenzstreuen, dass er auf der Grenzstreuung steht. Wenn ich das wieder zurückstellen möchte, gehe ich hier wieder einfach auf die Grenzstreufunktion, sage dann hier normal streuen und kann das mit Enter bestätigen. Ganz kurz nochmal, das hier ist einfach ein Hinweis darauf, dass die Zapfwelle stehen muss. Solange die Zapfwelle läuft, würde hier stehen Stop PTO bzw. auch die Zapfwellendrehzahl angezeigt werden. Schalte ich falsch, passiert gar nichts, sondern es poppt ein Fenster auf. Und dort wird die Fehlermeldung gebracht. Bitte schalten Sie erst die Zapfwelle aus oder die Gelenkwelle aus, bevor Sie die Trendfunktion aktivieren. Wir wollen jetzt wieder normal streuen, also bestätige ich das Normalstreuen mit Enter.
und Sie hören hinten und hier sehen Sie, dass der Motor sich bewegt. Der Motor ist fertig mit der Bewegung und wir sind wieder im ganz normalen Streumodus. Das heißt, dieses Funktionssymbol ist jetzt komplett weg. Ja, das war im Großen und Ganzen der ganze Steuer. Wir haben hier oben noch zwei Tasten und zwar ist das die Open-Funktion. Wenn ich diese Funktion drücke, öffnet sich der Steuer ganz auf Stellung 9. Er sagt mir jetzt, diese Funktion wird die Schieber öffnen. Wollen Sie fortfahren? Ja. Die Dosierschieber werden jetzt ganz geöffnet und ich kann den Streuer reinigen oder alles rauslaufen lassen für die Restmengenentleerung, was wir hinten am Streuermechanischen angeguckt haben. Wenn ich wieder Enter drücke oder ich einfach losfahre, wird der Streuer natürlich automatisch auch wieder zugemacht. Wir haben hier eine Distanzfunktion. Wenn Sie streuen ohne GPS, ganz normal Standard, dann können Sie diese Distanzfunktion dazu nutzen, um den optimalen Einschaltpunkt auch zu definieren. Das heißt, wenn Sie streuen, machen Sie den Streuer zu, wenn Sie auf die Querfahrgasse, auf die Vorgewendefahrgasse zufahren, kurz bevor Sie rumfahren. Das heißt, fangen Sie an einzulenken, machen Sie den Streuer am besten über die Start-Stopp-Funktion zu. Wenn Sie rausfahren, dann ist das in der Regel etwa die halbe Arbeitsbreite plus 6-7 Meter. Als Faustzahl kann man sagen, dass nach einer Arbeitsbreite hinter der Querfahrgasse der Streuer ganz geöffnet sein muss. Das heißt, wenn Sie hier auf die Distanzfunktion raufgehen, zählt er hier unten immer von dem Zeitpunkt des Drückens der Funktion oder der Taste die Meter weiter, die er zurückliegt. Fahren Sie jetzt also, ich gehe nochmal hier raus, fahren Sie jetzt aus der Vorgewendefahrgasse raus, können Sie hier Distanz drücken und nach einer halben Arbeitsbreite plus 6-7 Meter drücken Sie einfach die Startfunktion und Sie können so eigentlich ganz gut ins Gefühl sich reinholen, wo der Streuer optimalerweise aufzumachen ist im Verhältnis zur Vorgewendefahrgasse. Das ist nur ein Hilfsmittel, Sie müssen sich nicht nutzen. Wichtig ist, dass der Streuer etwa eine Arbeitsbreite hinter der Querfahrgasse vollständig geöffnet ist. Das Optimale ist immer, der Öffnungsvorgang sollte bei etwa 7 Metern nach der halben Arbeitsbreite erfolgen. Gut, damit haben wir den Bordcomputer einmal komplett erklärt. Das war natürlich viel ausführlicher, als man es eigentlich im Betrieb braucht. Wenn Sie jetzt im Betrieb sind und fahren wollen, ganz normal streuen worden, dann gehen wir jetzt noch mal einmal ganz kurz vor. Sie kontrollieren hier noch mal ganz kurz die Neigungseinstellung hier oben bei dem IC. Der erste Wert ist der wichtige. Sie haben hier eine Hilfefunktion, die drücken wir jetzt wieder weg. Wenn Sie also hier oben auf Kalibrator TOTS drücken, erscheint die Hilfefunktion, die einfach in den Untermenüs eine gewisse Erklärung bringen kann. Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, das kann man selber einfach mal machen. Also Neigungseinstellung überprüfen, ob das der Streutabelle entspricht auf waagerechten Boden. Dann Arbeitsbreite auch mal überprüfen, Streumenge überprüfen und einstellen und den Streuwert oder den Abdrehwert aus der Streutabelle noch einstellen. Wenn Sie mit Grenzstreuen anfangen, was natürlich sinnvoll ist, einfach einmal auf die Grenzstreufunktion gehen, das Grenzstreuen auswählen, mit Enter bestätigen und Sie können loslegen. Nach 25 Kilogramm Mengenänderung kommt hier ein anderer Abdrehwert, der natürlich dann sehr viel genauer sein kann als die Vorgabe. Wenn Sie die Grenzstreuung fertig haben, drücken Sie wieder um auf Normal streuen, mit Enter bestätigen und fangen wieder ganz normal an zu streuen. In dem Augenblick, wo Sie Start drücken, er bringt jetzt eine Fehlermeldung. Zapfwellendrehzahl wird rot angezeigt, Fahrgeschwindigkeit wird rot angezeigt, aber Sie sehen hier an dem grünen Streuer und den beiden Pfeilen, dass der Streuer jetzt im Streumodus ist und wenn wir losfahren würden, würde er die Schieber ganz normal aufmachen und Dünger auch ausstreuen. Ja, das war im Großen und Ganzen der Bordcomputer von der Erklärung her. Wir sind alle Punkte durchgegangen und haben den Bordcomputer jetzt eigentlich vollständig erklärt. Wir wollen uns angucken, wenn wir mit der App und dem Tablet fahren, was für eine Hardware Sie da brauchen. Und das ist vor allem dieses Navicom-Modul. Sie sehen hier am Navicom-Modul kommt einmal ein Kabel raus, welches Sie mit auf den Stromstecker von den Bordcomputer klemmen können. Da sind zwei Kabelschuhe dran, die auf Plus und Minus geklemmt werden. Das hier
ist ein USB-Anschluss, um das Tablet mit Strom zu versorgen, mit dem Sie dann arbeiten. Hier kommt die Navi-App-Antenne, die also Bestandteil im Lieferumfang von dem Navicom-Modul sind. Hier kommt die Antenne rein und das ist das serielle Schnittstellenkabel, was von unten in den Bordcomputer eingesteckt wird, wie Sie das hier sehen. Wenn diese Sachen angeschlossen sind, wird dieses Navicom-Modul einfach hinten mit in die Halterung reingeklemmt. Das ist schon alles, was Sie machen müssen. Die beiden freien seriellen Schnittstellen können für eine N-Sensoraufnahme oder Anschluss eines N-Sensors sein oder andere elektronische Systeme, die Sie hiermit auch kombinieren können. Wenn wir dann das angeschlossen haben, können wir uns mit der eigentlichen App beschäftigen, mit dem Tablet, und das wird im Folgenden erklärt.